machte sein Weg. Ist natürlich enorm wichtig, dass er morgen spielen kann. Das muss alles der Trainer entscheiden. Die 7, das ist Bastian! Okay, du auch noch. Es ist wichtig, dass man Team Spirit hat, absolut. Schweinsteiger! Liebe Grüße, euer Basti Schweinsteiger. Eine große Karriere in 60 Sekunden. Zugespielt hier im Stadion. DFB-Präsident Reinhard Grindel steht da, der Generalsekretär Dr. Friedrich Cartius. Das Abschiedskomitee. Eine grandiose, eine beeindruckende Karriere in der deutschen Nationalmannschaft geht heute nach 121 Einsätzen zu Ende. Unser Bastian Schweinsteiger war nicht nur ein hervorragender Kapitän, war nicht nur ein brillanter Spieler, sondern er hat immer alles für unsere Nationalmannschaft, für alle Fans, für unser Land gegeben. Er hat sich nie geschont, unvergessen das Finale in Rio 2014. Und deswegen sagen wir, danke, Basti! Er hat's geahnt, es wird ein emotionaler Abend. Eben haben wir auch seinen Vater, Alfred Schweinsteiger, noch gesehen. Es geht ihm unter die Haut, es geht allen, die hier sind. Es sind halt nicht viele unter die Haut. Ein Typ, an dem auch viele Wegbegleiter eben vor allem seine Charakterzüge hervorheben. Sensibel, ehrlich, ein Teamplayer. Und nicht nur ein großartiger Fußballer. Sein Bruder Tobi kann die Tränen nicht mehr stoppen. Vielen Dank. Oh, hätte jetzt nicht so gedacht, dass das so kommt. Erstmal möchte ich allen einen schönen Abend sagen. Vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid. Es bedeutet mir sehr viel, dass jeder einzelne von euch heute hier steht. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte mich ganz herzlich bei der deutschen Fußballnationalmannschaft bedanken, beim Team, hinter dem Team und auch beim Deutschen Fußballbund. Wir hatten, es war für mich eine große Ehre, für Deutschland zu spielen und auch eine sehr, sehr große Ehre für euch Fans zu spielen. Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Ich verspüre
eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit, hier das zu erleben zu dürfen. Und ich hoffe, man sieht sich auf irgendeiner Art und Weise wieder. Und bis dahin wünsche ich dem DFB alles, alles Gute und vielen, vielen Dank für den Moment hier. Er hat die richtigen Worte gefunden. Jupp Heynckes, Peter Herrmann, Wegbegleiter, unter anderem beim Champions-League-Sieg der Bayern 2013. Nächster Wechsel. Julian Weigel, der Dortmunder, wird kommen für Bastian Schweinsteiger. Also, der letzte Vorhang, er fällt. Vom Schweini zum Schweinsteiger, vom Chefchen zum Chef. Und jetzt ab in den DFB-Ruhestand. Tränen vor Anpfiff. Und jetzt mit einem Lächeln raus. Und die Familie sagt, danke Basti, die Eltern, der Bruder. Lukas Podolski ist auch dabei. Das ist auch der optische Generationswechsel. Und Joachim Löw hat ja gesagt, er wird ihn vermissen. Thomas Schneider, Andreas Köpke, Markus Sorg, der Trainerstab. Müller Wohlfahrt, Klaus Eder. Er war auch oft, zu oft, auch ihr Patient. Und von den 12 Jahren. Werden viele Erinnerungen bleiben, über allem natürlich der WM-Titel. Das ist er vielleicht, der Kapitän und sein Nachfolger. Die Weltmeister.